Ihr lieben Löwen, wir schauen für das Kollektiv der Löwen ein bisschen in Themen des nächsten Monats. Denkt daran, das ist eine Inspiration, das kann ich für alle treffen. Wir haben hier eine gute Wende zum Aufblühen bei allem, was euch Konflikte mitbringt. Ihr habt hier die Geschenke, ihr habt euch vielleicht auch streitbar gemacht, ihr seid für euch eingestanden und hier kommt euer Ergebnis sozusagen. Ne? Ein Konflikt wird beendet, ihr könnt etwas, für das ihr eingestanden habt, jetzt empfangen. Irgendwie habt ihr Gedanken, die nagen an euch. Möglicherweise habt ihr auch gar keine Lust mehr, hier für irgendwas einzustehen oder euch rumzustreiten und irgendwie Lösungen zu suchen. Mag jetzt vielleicht auch nervend sein, aber ihr nagt euch hier durch Denken auch Wege frei, die euch Sicherheit bringen. Ne? Das, was ihr hier braucht, das habt ihr schon angelegt, das muss ich nur noch zeigen. Ihr habt im Unterbewusstsein ein Geschenk sitzen, ja, ein Gefühl, das euch Sicherheit mitbringt, die Möglichkeit, eine neue Türe zu öffnen, Erfolg, die Blumen, der Erfolg. Also macht euch keine Gedanken, hier wird sich etwas, um das ihr gekämpft habt, auszahlen oder für das ihr euch bemüht habt. Bei euch gab es in der Vergangenheit schon viele Veränderungen, wo sich schon einiges getan hat. Ihr habt vielleicht auch Dinge weggelassen, anderes hinzugenommen. Und es gibt auch noch was im neuen Monat, wo ihr an Veränderungen der Vergangenheit anknüpft. Und ich muss euch sagen, ihr dürft hier mit Überraschungen rechnen. Hier wird sich sehr schnell was in eure Richtung beamen. Und ihr habt hier das Gefühl auch des Triumphes irgendwie. Ne? Etwas hat sich gelohnt. In der näheren Zeit wird sich euch sehr viel Wissen auftun. Sehr viel, was im Unterbewusstsein sitzt, wird hochkommen. Die Kraft nimmt zu. Das Vertrauen in sich selber steigt. Ihr habt ja die Möglichkeit, auch wieder kraftvoll aufzustehen. Für einen oder anderen habe ich hier eine Begegnung mit jemandem, der euch sehr inspiriert. Das kann jemand sein, den ihr noch nicht kennt. Ja? Aber dieser Mensch bringt euch viel Impulse und irgendwie auch sowas wie ein Geschenk mit. Ich sehe bei euch tatsächlich Menschen mit auf den Weg kommen, die euch inspirieren, die mit euch gemeinsam was lernen, die euch auch so eine gewisse Sicherheit vermitteln oder ein gemeinsames Thema mit euch haben. Man sieht ja auch ein bisschen, was im Freundeskreis sich tun. Hier habt ihr auch die Aufforderung, zeige dich loyal oder schaue an, wer zu dir loyal ist und gib es auch zurück. Ihr lüftet hier vielleicht auch einige Geheimnisse, das heißt irgendetwas, was ihr so nicht gedacht habt, zeigt sich überraschend gut. Der Monat bringt sehr viel Klarheit mit, überall da, wo ihr im Nebel gestanden habt, findet jetzt die Auflösung statt. Dieses Wissen, das ihr braucht, ihr habt eine Umbruchsphase, in der ihr wieder schöpfen könnt und sehr viel investieren könnt, schicksalshafte Themen. Für einen oder anderen gibt es ja auch neue Partner. Ein Partner aus der Vergangenheit kann komplett verabschiedet werden, Blockaden lösen sich, schicksalshafte Wege tun sich auf. Das Thema Beruf, Berufung könnte Kopf stehen. Man kann hier auch eine berufliche Chance kriegen. Wir haben hier unten den Anker mit dem Kreuz.
Wenn ihr in einer Bindung seid, kann es auch sein, dass es hier Transformationsprozesse bei einem Gegenüber gibt. Die können mit dem Beruf zu tun haben. Aber insgesamt habt ihr hier in der Mitte drin, ihr dürft mit Überraschungen rechnen. Also hier zerbröseln Blockaden, hier zeigt sich ein Mangelgedanke so, dass er es nicht mehr wert ist, sondern er wird aufgefüllt mit einer guten Energie. Und es sieht so aus, als kommt man in Fahrt, ein neues Kapitel in eurem Leben beginnt. Ihr dürft aus euren Erfahrungen schöpfen. Wir schauen mal, welche astrologische Qualität hier für die Löwen mitschwingt. Ja, ihr habt hier Mars, ne? Hier kann sein, dass ihr sehr tapfer sein müsst, tatkräftig sein dürft, dass hier Zorn auch irgendwo herrscht, ne? Über die Dinge. Irgendwas hat nicht funktioniert in der Vergangenheit oder hat sich so irgendwie als kleines Unglück gezeigt. Und hier hat man tatsächlich die Chance, daraus ein überraschend gutes Ergebnis zu machen. Wir haben unten am Deck für euch noch das Thema Verwundung und Schmerz, ne? Also hier kann sein, dass ihr in eine Umbruchsphase geht, wo ihr einfach sagt, ich habe hier so die Nase voll von irgendwelchen Konflikten, die sich mir zeigen, und ich wandle das hier in überraschend gute Ergebnisse. Also das ist sozusagen ein Pendant. Hier geht es ein bisschen um das, in was ihr schon investiert habt und wo jetzt vielleicht eine Kurskorrektur herkommt, die euch Verwundung und Schmerz eben auch, naja, ich sag mal, hinter euch lassen könnt, ne? Hier sind Menschen da, die gehen mit euch den gleichen Weg, die sind unterstützend, die sind sehr loyal und ihr dürft hier echt mit überraschend guten Wänden rechnen. Guckt mal, wir haben hier den Fasan. Es geht um das Thema Wohlstand. Ihr dürft euch in eurer ganzen Größe präsentieren, die wahre Kraft leben, euch zeigen, eure Talente in den Vordergrund stellen, anstatt auf die Verwundung zu gucken. Eine Phase auch, bei der es um euer Wachstum geht, Versorgung auch, ne? Die Mittel, die man braucht, um Dinge umzusetzen. Ihr könnt ja sehr gut eure Ziele erreichen, wenn ihr die Gesetzmäßigkeiten und Regeln beachtet. Die wahre Größe und das beste Erwarten, das würdevolle Auftreten wird hier zum Erfolg führen. Ja, wenn der Fasan ins Leben kommt, zeigt er an, dass man auf fruchtbarem Boden wandelt. Hier kommen viele Ideen, Visionen, Träume, die man umsetzen kann. Man hat auch die Ausdauer dazu. Wenn es hier auch so um verwaltungstechnische Sachen geht, dann findet ihr hier auch die Info und den richtigen Weg. Ihr dürft hier aus eurem Versteck der Verwundung rausspringen und euch im glänzenden Licht zeigen und euch präsentieren, denn ihr könnt es. Ihr erwartet das Beste und zeigt euch der Welt. Die Tatkraft wird angezeigt, also auch mutig voranschreiten. Dann handeln, wenn es nicht nebelig ist. Hier haben wir die Aufklärung. Hier haben wir vom Sturm her oder von den Wolken auch das Reinigen der Luft. Die Stürme haben auch eine mächtige Energie und hier ziehen Veränderungen herauf. Ihr sollt nicht zögern, in Aktion treten. Es ist einfach Zeit, zur Tat zu schreiten, sorgfältig zu sein. Also hier das Wissen, das wird sehr wichtig für euch sein. Die Info, die Instruktion, die es hier gibt, um die nächsten Schritte in eine andere Phase zu gehen. Also nichts vor sich her schieben, sondern entscheidend vorangehen.
Es kommt einfach hier auch darauf an, dass ihr etwas, was ihr vielleicht selber rausgezögert habt oder wo ihr gedacht habt, lieber nicht, dass das so einen ersten Schritt benötigt, um dass sich was bewegen kann. Ihr habt hier Unterstützer dabei, ne? Da, wo sich was auf den Kopf gedreht hat, das könnt ihr jetzt hier überraschenderweise wieder zurechtrücken. Ihr habt hier das Kreuzchen. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Weisheit, Klugheit und neue Ideen. Ich führe dich durch dunkle Zeiten deines Lebens und unterstütze dich bei der Bewältigung verborgener Ängste. Das passt ja sehr gut zu euren astrologischen Tendenzen. Dann schauen wir noch, welche Pflanze euch begleitet. Ihr löst Begrenzungen. Wir haben das Bilsenkraut. Ihr erlebt hier die Unendlichkeit, die Schönheit, auch die Schönheit des Wandels. Und ihr habt ja auch einen weitaus höheren, größeren Horizont, als ihr jemals dachtet, ne? Ihr lüftet hier die Geheimnisse, ihr kommt den Dingen auf die Spur. Unten haben wir noch Seelenwünsche erfüllen sich. Ja, ihr könnt hier zur Tat schreiten, umsetzen. Ihr habt Eisenkraut und Bilsenkraut, zweimal das Kraut. Okay, ihr lieben Löwen, ich wünsche euch einen schönen neuen Monat. Ich drücke euch bis bald.